Ich befinde mich gerade in Krabi. Das ist eine ziemlich touristische Gegend in Thailand und zeige dir heute, was ich alles so in Thailand essen werde. Aber bevor du dir das Video anschaust, würde ich dir empfehlen, etwas zu essen zu schnappen, denn es wird hier ziemlich lecker, nicht dass du eine Heißhungerattacke bekommst. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Eduard. Ich bin einfach ein Typ, der gerne trainiert, isst und reist. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir direkt zur ersten Mahlzeit. Ich war hier gerade nämlich im 7-Eleven und habe mir zwei Sachen geholt. Erstens, mein Tag startet immer mit so einem Iced Coffee, Iced Americano, ganz einfach. Und dann habe ich mir noch hier zwei Eier geholt. Dazu gibt es hier nämlich noch so einen Proteinshake aus dem 7-Eleven. Kostet knapp 1 Euro, ist super lecker und hat echt gute Nährwerte. Bezüglich der Preise, wie ihm gesagt, Proteinshake 1 Euro, das kostet knapp unter 1 Euro. Und das hier kostet 50 Cent. Das Ganze hauen wir uns jetzt rein, mit dieser wunderbaren Aussicht. Weißt du, das Geile an Thailand ist, egal was, du kriegst es ja eigentlich. Also meistens so essenstechnisch, wenn du clean essen willst, ja, fitnessbezogen hier, Low Fat und sowas, easy, holst du dir einfach ein paar Eier. Du kannst dir aber auch genauso fettreiche Sachen holen. Also das finde ich echt top an Thailand. Ernährungstechnisch bist du hier komplett flexibel unterwegs. Ganz einfach, Freunde. Proteins am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Machen wir Geschmackstest von diesem Proteinshake. Das ist so Thai Milk Tea mäßig. Ja, Thailänder haben auch so eine Spezialität, so was Süßes. Ist einfach Tee, ein bisschen gesüßt mit Milch. Ja, das schmeckt ganz speziell und ich denke, das schmeckt ganz genauso. Wir probieren das Ganze. Ja, Mann, es schmeckt echt heftig. Das ganze Ding mit 30 Gramm Eiweiß hat knapp 160 Kalorien. Super easy zum Trinken. Es hat keinen Zucker, Low Fat. Es ist super geil, wirklich. Auf euch, ne? Auf euch. Freunde, ich wäre ja nicht ich, wenn ich jetzt nicht was Verrücktes machen würde. Also machen wir uns jetzt so einen Milk Protein Coffee. Hier sind auch nämlich ein paar Eiswürfel. Das Ganze schütte ich jetzt hier rein. Und ich glaube, das wird ganz gut. Ja, Mann, hat was. Kann man machen. Also. Inspirationstipp für dich, wenn du ein Pumper bist, das nächste Mal auf Thailand, probier es aus. Kurz mal einen Location-Wechsel, ich bin hier in meiner Unterkunft, hier gibt es auch noch ein bisschen was zu essen. Ich habe mich einfach nur dafür entschieden, ein paar Früchte zu nehmen, ist gratis inklusive. Ich zeige dir auch gleich meine Unterkunft, kostet nur 20 Euro pro Nacht und da sind so Kleinigkeiten mit inbegriffen. Also mega cool hier, schon ziemlich günstig, vor allem für uns Europäer. Gibt es natürlich auch noch ein Käffchen. Das Ganze wird sich hier bei so einer wunderschönen Aussicht reingepfiffen. Dazu gibt es hier noch so ein bisschen Sticky Rice, wir probieren das Ganze. Finde ich auch echt cool, dass die hier so traditionelle Sachen anbieten. Da ist noch irgendwas drüber. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, was das ist. Aber wir probieren das Ganze und wenn du es weißt, kannst du es gerne in die Kommentare schreiben. Echt verdammt süß. Dazu noch ein bisschen Ananas. Gehört auch mit zu meinen Favoritfrüchten. Genauso wie Wassermelone. Es schmeckt echt lecker. Diese Mini-Bananen hier, die sind auch echt top. Also man merkt direkt hier, die sind hier zu Ende gereift. Das ist ein ganz anderer Geschmack, viel intensiver. Ich würde die Zeit gerne nutzen, um dir noch ein bisschen zu erzählen, wie das Video so ablaufen wird. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen geilen Scheiß machen. Wir gehen schießen. Ich zeig dir ein bisschen über Kost. Und hier ist gerade ein Kumpel gespawnt, ja. Ganz normal, NPC-Katze. Ess ruhig, ess ruhig. Dann gehen wir trainieren. Das Ganze ist eher wie ein Block aufgebaut, wo aber der Fokus auf dem Essen liegt. Ah ja, Bro. Und hier für dich, ne, noch ein Flex. Vergiss nicht ins Gym zu gehen. Ich zeig dir jetzt ganz kurz noch die Unterkunft, wie versprochen. Und dafür schwenke ich die Kamera einmal. Wir machen das Ganze Step by Step. Also so sieht die Veranda aus, ne? So ist der Eingangsbereich. Und wenn wir jetzt hier reingehen, ich heiße euch willkommen, Freunde. Hier, simpel Haus, ja, beschreibt auch, was es ist. Einfach simpel, hier hast du ein Bett, ein bisschen Platzmöglichkeit. Hier so eine kleine Couch. Da hast du noch ein bisschen Platz, deine Sachen abzustellen, Sachen aufzuhängen. Hier habe ich meinen Arbeitsplatz. Hier noch ein Kühlschrank, ganz cool. Du kriegst immer 2 Flaschen Wasser am Tag. Jetzt kommen wir noch kurz zum Badezimmer. Auch super einfach gehalten hier. Spiegel, Waschbecken, Toilette, Arschdusche, ganz wichtig. Alles, was man braucht. Und hier die Dusche. Und für 20 Euro pro Nacht kann man da wirklich nicht meckern. Etwas Zeit ist vergangen. Ich habe die Zeit genutzt, um etwas zu lernen. Jetzt geht's ab ins Gym. Davor gibt es den besten Booster. Könnt ihr abchecken mit Code @ maximal sparen. Erster Link in der Beschreibung. Kollege, Training ist durch. Ich hoffe, dich hat das ein bisschen motiviert. Kommen wir zur nächsten Mahlzeit und sozusagen zur richtigen ersten Mahlzeit in einem Restaurant. Zwar wurde sich da was sehr, sehr Leckeres bestellt. Auch wieder sehr flexibel, sehr individuell. Zum Anfang wurde mir schon mal so ein Mango-Shake serviert. Trinke ich ganz gerne. Einfach aus Früchten. Ich sage immer dazu, dass die das ohne Zucker machen. Dann sind wir auf der gesünderen Seite, haben weniger Kalorien und ganz ehrlich, das schmeckt auch so echt gut. So ein Mango-Shake, knapp 2 Euro. Gibt es natürlich auch günstiger, aber hier so eine touristische Gegend. Ist alles ein bisschen teurer, aber für uns trotzdem vollkommen in Ordnung. Ey, kann sein, dass ich jetzt ein paar Sprachfehler habe oder Hänger, weil nach dem Training, weißt du, wenig gegessen und so. Bin ein bisschen fertig, ich habe noch Cardio gemacht und alles. Aber
Ich sag dir, wie es weitergeht. Gleich essen wir das Ganze, das zeige ich euch. Und dann gehen wir schön zusammen schießen. Das ist nämlich auch auf meiner Bucketlist, mal in Thailand schießen zu gehen. Bin gespannt, was die da für Waffen haben. Da wollte ich euch natürlich auch mitnehmen. Ich sag's euch, Freunde, ne? Die Preise, die werden euch umhauen. Das ist nicht zu viel versprochen. Falls ich ein bisschen fertig aussehe, ich bin ja natürlich direkt nach dem Gym hier hingekommen. Aber ich habe mich natürlich abgetrocknet, Gesicht gewaschen und so, Hemd angezogen. Aber ja, um ehrlich zu sein, das juckt hier auch keinen. Das finde ich auch geil so. Du kannst hier rumlaufen, wie du willst. Die Leute interessieren sich eigentlich nur für sich und deswegen fühlt man sich hier auch irgendwie so willkommen. So Leute, das Essen ist da. Ich habe mich dafür entschieden, Pad Thai Chicken zu bestellen. Das ist eine abgewandelte Version mit extra Chicken dazu. Wir brauchen ja die Proteins. Top thailändisches Gericht. Super lecker, auch so ein bisschen süß. Müsst ihr unbedingt mal probieren, wenn ihr hier seid. Dazu brauchen wir noch ein paar Carbs, ja. Bisschen Reis, super easy. 3 Eier, Spiegeleier. Bisschen mit Fett gemacht, aber geht vollkommen klar. Wir sind ja schließlich im Urlaub. Mal jetzt auf Pause und schreib mir in die Kommentare, was du denkst, was das gesamte Essen hier kostet jetzt. Außer diesem Mango-Shake, ne? Ohne den Mango-Shake. Also ich löse es auf, dieses Chicken-Partei, knapp ein bisschen über 2 Euro. Reis, ein paar Cent, ich glaube 20 Cent, ich bin mir aber nicht sicher, 20 oder 40 Cent. Und diese Eier, auch 20 Cent pro Ei. Also geht super klar. Roundabout sind wir bei dem gesamten Mehl bei knapp 5 Euro. Da kann man sich überhaupt nicht beklagen. Ja. Vollwertige Mahlzeit, du hast ja alles. Wir hauen jetzt ordentlich rein. Geschmackstest, Geschmackstest. Ich erwarte schon viel, weil ich weiß, thailändisches Essen sehr lecker ist. Meistens, das sind so diese Local-Laden, wo du auch nicht enttäuscht wirst. Wo alles nicht so teuer ist, wo alles nicht so fancy aussieht. Aber das Essen ist hier einfach, ja, man merkt einfach, das ist mit Liebe zubereitet. Die Leute sind auch ultra freundlich, die heißen dich willkommen. Du fühlst dich hier einfach aufgehoben. Wir haben hier noch so ein bisschen Crunch mit Erdnüssen und keine Ahnung, was da noch drin ist. Mir hier so oben drüber. Zum Reis und zu den Eiern muss ich nichts sagen. Da wisst ihr wahrscheinlich, wie das schmeckt. Wir sehen uns dann umgezogen beim Schießstand. So, umgezogen und fresh gemacht. Jetzt bin ich hier auf der Shooting Range. Es ist schon relativ ein teurer Spaß, aber Schießen ist nie günstig, weil die Munition ist einfach teuer. Das Ganze kostet 1400 Baht. Ich blende euch das in Euro ein. Ich habe mich für eine Chris Vector entschieden. Wollte ich schon immer mal schießen. Ich würde sagen, genug gequatscht. Einfach let's go. Vor noch kurz, so sieht das Ganze aus. Hier die Schießstände. Gerade gut geballert, hat Spaß gemacht. 10 Schüsse, etwa 36 Euro. Bisschen teuer, aber geht vollkommen klar. Ganz ehrlich, es macht Spaß und einfach mal ein bisschen ballern und so. Ich habe jetzt auch nicht so darauf geachtet, dass ich komplett ins Ziel, also in die Mitte ziele. Ich habe einfach ein bisschen geballert, hatte ein bisschen Spaß. So sollte es sein. Langsam wird es Zeit für ein Käffchen. Ich zeige euch einen neuen Spot, denn hier kann man auch sehr gut Kaffee trinken. Eine Sache, die Thailänder auch gut können, ist einfach Sachen fancy anzurichten. Ich meine, guckt euch mal diese Bombe an. Heftig, oder? Seid mal ehrlich. Wir machen direkt einen Geschmackstest. Dabei packen wir hier so einen Strohhalm aus. Aber diese Erdnüsse oben drüber, die sind einfach karamellisiert. Ich freue mich schon, das zu essen. Junge, das ist mit frischer Erdnussbutter. Kaffee mit frischer Erdnussbutter. Oh, das schmeckt richtig gut. Ich habe sie auch darum gebeten, dass sie ein bisschen weniger Zucker reinmacht. Kalorientechnisch wollen wir da auf der sicheren Seite sein. Das kann man sich mal gönnen als Cheat, oder? Das kann man sich mal gönnen. Kaffeegeschmack kommt auch sehr gut durch. Aber so ein guter Kaffeegeschmack, ja? Schön strong, wie ich das mag. Und dazu noch ein bisschen so Peanut-mäßig. Fällt mir richtig gut. Was geht ab? Ist ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt gleich setzen wir uns auf den Roller und machen uns auf einen Nachtmarkt. Das ist nämlich ein Erlebnis und das wollte ich euch auf jeden Fall auch zeigen. Ehrlich zu sein, ist das eins der Dinge, die ich am meisten feiere. Deswegen kommt es auch am Ende, weil ihr wisst ja, das Beste kommt zum Schluss. Okay, wir sind jetzt auf dem Nachtmarkt angekommen. Ich habe gerade schon ein paar Aufnahmen gemacht. Ich bin da gerade durchgerusht und so. In der Zeit, wo du dir das angucken wirst, werde ich mir was aussuchen zum Essen und dann sehen wir uns am Tisch wieder. Okay, ich habe mir die erste Portion geholt. Ich habe mich für ein bisschen Sushi entschieden. So sieht das Ganze aus hier. Das sind so 4 Dinger. Hat mich insgesamt 1 Euro gekostet. Also geht vollkommen klar. Wir machen Geschmackstest. Ich habe immer Angst, hier so rohen Fisch zu essen. Deswegen habe ich eher so Surimi und sowas genommen. Ich glaube, geschmacklich nimmt sich da nicht viel. Easy geht vollkommen klar. Das Coole an so einem Nachtmarkt ist, du hast hier wirklich alles von A bis Z. Alles, was das Foodie-Herz begehrt, so würde ich sagen. Ne? Alles klar, das ganze Mammfisch jetzt weg. Und dann gönnen wir uns vielleicht mal eine größere Portion. Okay, Brudi, pass mal auf. Ich bin noch mal losgegangen. Da habe ich mir so eine Japanese Pizza geholt. Das ist einfach so eine Roll, ja, ganz easy. Mit Chicken und Krabbenfleisch, irgendwie so. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie das ist. Wir hauen da jetzt rein. Und ob ich dir das weiterempfehle, erfährst du jetzt. Wir beißen jetzt, wir nehmen einfach so einen kräftigen Bite davon. Schon matschig irgendwie die Konsistenz. Ich weiß noch nicht, was das sein soll. So richtig. Ist irgendwie reisig, teigig. Und das schmeckt halt so nach Surimi, ne? Dieser Krabbengeschmack.
ist okay, schmeckt ein bisschen fad, würde ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Ich mampf das Ganze aber trotzdem auf und dann sehen wir uns bei was Süßem. Okay, also der nächste Gang wurde jetzt getätigt. Ich habe mir hier so Thai-Pancake geholt. Ja, okay, ich habe, wo ich auf das Eis gewartet habe, ja, das zeige ich auch gleich, habe ich schon die Hälfte gegessen, weil das sah einfach so lecker aus und das ist direkt frisch, es ist so crispy und so. Und dann haben wir hier noch dieses Eis. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das heißt, aber das ist quasi, wo du so eine Eisplatte hast und dann haut er so Eis drauf und dann macht er... Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ihr kennt das. Das ist einfach so Teig, so quasi in so einem Wok oder so frittiert und darüber haben die so thailändische Kondensmilch oder sowas. So schmeckt das halt in der Art wie so Kondensmilch, wie wir das kennen. Das Ganze vermische ich und dann wird das mit dem Eis so eiskalt, mit dem knusprigen Teig und das wird... Wie bei Ratatouille eine Geschmacksexplosion. Du weißt Bescheid, Brudi. Ah, wir machen jetzt was Verbotenes, Alter. Das ist schon zu pervers, ja? Machen hier den hier. Und jetzt hauen wir vernünftig rein, Alter. Zu wild. Dieses Eis knapp ein bisschen mehr als 2 Euro, ja? Das Ding 50 Cent oder so, 40 Cent. Und das Eis, also das ist geschmacksmäßig, das ist Nutella Oreo und es schmeckt wirklich wie Nutella und Oreo. Also das ist so intensiv vom Geschmack, ihr glaubt es gar nicht. Das schmeckt wirklich 1:1 so. Da ist natürlich auch das drin, aber normal geht dann der Geschmack irgendwie, dass das irgendwie abnimmt, wenn das so verdünnt wird. Aber nee, Mann, hier ist Geschmacksexplosion. Das Ganze mampfen wir jetzt auf und dann gibt es natürlich noch was. Ja. Wir sind noch lange nicht fertig, noch lange nicht. Weil der Bizeps hier auch mal ein bisschen was Vernünftiges erfordert, gibt es ja so eine Portion rotes Thai Curry. Wenn ich so unterwegs bin auf Nightmarkt, alles schön und gut mit diesen Snacks und sowas. Aber wenn ich sowas Vernünftiges nicht esse, kann ich nicht wirklich sagen, dass ich was gegessen habe. So wisst ihr, wie ich meine. Sag euch, egal wie gut ihr irgendwie Thai Curry zu Hause nachkochen könnt, so wie hier wird das nicht schmecken. Das schmeckt einzigartig und diesen Geschmack kriegst du irgendwie nur in Thailand. Ich weiß nicht, ob das an der Frische der Lebensmittel liegt, an den Gewürzen oder sowas, an den Kräutern. Aber ja, Mann, es ist ultra geil. Kickt schon ordentlich rein. Und an der Stelle würde es mich mal übel interessieren, ob du schon mal in Thailand warst und ob dir hier das Essen gut gefallen hat. Ob du da voll auf meiner Seite bist oder ob du so sagst, nee, lieber eine Semmel mit Bratwurst. Lass es mich wissen, Kollege. Okay, Bro, du siehst, ich bin komplett irgendwie verschwitzt, Alter, von meinem Kopf. Und die ganze Zeit da so an den Grills rumzustehen. Deswegen das Beste, was ich jetzt machen kann, ich habe mir so einen Watermelon Shake geholt. Das ist das Perfekte zum Abkühlen. Ich dachte noch Brownie und sowas und da gibt es noch so vieles, was ich euch eigentlich zeigen kann oder will. Aber ich habe das geht einfach in meine Kalorien nicht rein. Versteht ihr, wie ich meine? Vom Herzen her würde ich ja am liebsten alles aufessen, aber dann würde ich hier wieder rausrollen aus dem Land. Aber das wollen wir ja nicht, ne? Deswegen, falls euch das interessiert, schreibt gerne in die Kommentare. Da kann ich noch ein Video dazu machen. Einen Tag gegessen in Thailand. Vergiss nicht zu abonnieren und zu liken und das Allerwichtigste, bleib stabil.